Liebe Leute, was geht? Und herzlich willkommen auf diesem Kanal in einem neuen Jahr 2024. Und zwar, wie ihr schon gesehen habt, der Name ist neu. Es ist nicht mehr Emma Games TV. Sondern Lexio habe ich jetzt gewechselt. Warum nicht? Es ist 2024. Denn wie ihr wisst, wir haben es ja immer zu zweit gemacht. Also immer noch alles gut, alles gut. Ich liebe ihn, wie immer natürlich. Aber ich dachte, da ich jetzt mehr alleine das Ganze ein bisschen mache, wäre es vielleicht mal Zeit, den Namen zu ändern. Nur damit ihr Bescheid wisst. Aber es gibt natürlich wie immer, immer weitere Videos. Denn auch 2024 bleibe ich oder versuche ich zumindest dieses Jahr wieder ein bisschen mehr dran am Ball zu bleiben, denn wie ihr wisst, ich arbeite natürlich, eigentlich ich liebe arbeiten, Alter. Ich mache noch eine Schule und ich habe ja auch Kinder, deswegen ist die Zeit immer ein bisschen knapp. Walla, walla, ich mache genau so und noch schlimmer. Ich mache so nochmal und noch schlimmer. Ganz klare Kiste. Aber ich will jetzt dieses Jahr ein bisschen mehr Gas geben, also ein bisschen mehr machen, vor allem ein bisschen mehr Vlogs raushauen und ein bisschen mehr streamen. Und das natürlich alles nur für euch. Das heißt, das schon mal bekannt geben darf oder kann, und zwar die Haare sind weg. Ja, wie ihr sehen könnt, die Haare sind wieder kurz. Ich denke, die Haare waren lange genug und wieso nicht? Neues Jahr, neues Glück, neues Spiel, liebe Leute. Deswegen, Haare weg! Was kann man sonst noch dazu sagen? Und zwar, was ich gerade am Schauen bin. Seven vs. Wild geht in die dritte Runde und somit ziemlich geil. Also die erste Staffel war schon ziemlich geil, hat einen geilen Aufschwung, vor allem auf YouTube. Die zweite war auch ganz okay, ein bisschen weniger, aber das lag vielleicht auch ein bisschen daran, weil ich halt so nicht so viel machen konnten wegen dem Umwetter und so Zeugs. Die dritte Staffel läuft jetzt auf YouTube und finde ich auch ziemlich geil, muss ich sagen. Team, 14 Tage, wirklich cool, Mann. Ich schaue sie mir gerade an, finde ich nice, macht bis jetzt mega Bock. Bin, glaube ich, Folge 3 oder so. Aber schreibt mir gerne in die Kommentare, was eure Gedanken zu Seven vs. Wild Staffel 3 sind. Ausgesetzt in der Wildnis von Kanada kämpfen 7 Zweierteams 14 Tage ums Überleben. Mit stark begrenzter Ausrüstung müssen die Teams sich alleine gegen die unerbittliche Natur behaupten. Zusammenhalt und gemeinsam getroffene Entscheidungen bestimmen über Sieg oder Niederlage. Keine Kamerateams, kein Kontakt zur Außenwelt und nur ein Ziel. 14 Tage überleben. Ja, Servus, war eine geile Sache. Würde ich schon gerne mal mitmachen. Wieso eigentlich auch nicht? Denn es würde dich mal rausholen aus dem Alltag hier, raus aus deinem Leben. Ich meine, das ist jetzt natürlich schwierig, ich meine, für mich, aber so eine Woche irgendwie, wirklich raus, 7 Tage lang, das wäre schon geil irgendwie, so wie es halt da ist, 7 Tage irgendwo auf einer Insel und so zu überleben, dies, das, Shelter bauen, Wasser holen, irgendwie Essen zu organisieren. Das wäre, also, wie ihr seht, es wird nirgends Fleisch gegessen, aus halt vielen rechtlichen Gründen auch heutzutage. Aber einfach so diese Zeit da zu schauen, wie weit kann man gehen, wie weit kommt man auch und so, das wäre schon ziemlich interessant, das Ganze. Für einen selber auch da herauszufinden, so, also da wäre ich schon offen, wäre ich schon bereit dafür. Werde ich schon ganz cool finden, schreibt mir gerne in die Kommentare, ob ihr auch sowas gerne machen würdet oder nicht. Also ich wäre offen und ich wäre bereit, wäre schon geil. Ja, 2024 ist natürlich wieder... Wie immer, das Jahr geht weiter, das Leben geht weiter. Habt ihr euch neue Vorsätze genommen? Und welche? Dann schreibt es mir auch gerne mal rein in die Kommentare. Also ich habe mir dieses Jahr als Vorsatz genommen, arbeiten, Schule, Familie,
Natürlich Gesundheit, pipapo, ist natürlich klar. Ich gönne jedem Brudi, was geht. Aber ansonsten, oh, Geläufe. Arrivederci, allora. Machen wir das Beste draus. Also ich hoffe, ihr seid dabei natürlich dieses Jahr auch auf diesem Kanal. Weiterhin lasst gerne Liebe da. Ich küsse eure Augen, wenn ihr ein Abo da lasst. Ich küsse eure Herzen, wenn ihr einen Kommentar da lässt. Allora ragazzi, dieses Jahr geben wir Gas oder halbwegs Gas. Wer Gas und schreibt es gerne in die Kommentare, was bei euch so abgeht, liebe Leute. Schreibt es mir gerne rein, was geht bei euch so ab. Auf ein geiles Jahr für euch alle, liebe Leute. Ich gönne euch viel Gesundheit, viel Liebe. Viel Glück für das neue Jahr 2024. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr mein neues Gamezimmer findet oder meine neue Deko findet. Aber auch nicht mehr lange, aber dazu später mehr. Also, kommt mit mir mit in ein neues Jahr. Lasst Liebe da, alles pipapo. Gutes Neues, guter Rutsch und bis dann. Peace.